Eines Tages verließ Nasreddin Hodja sein Haus und ging auf den Markt. Unterwegs traf er auf einen Nachbarn. Der Nachbar fragte ihn sofort: Hodja, was ist letzte Nacht bei dir zu Hause passiert? Zuerst hörten wir Stimmen. Dann gab es ein lautes Geräusch. Wir konnten nicht herausfinden, was das war. Was ist passiert, Hodja? Erzähl mal. Der Hodja wollte erst einmal nichts dazu sagen. Aber der Nachbar blieb hartnäckig und wollte nicht locker lassen. Er fragte und bohrte tiefer nach. Der Hodja konnte es nicht mehr ertragen und rückte mit der Wahrheit raus. Ich hatte einen Streit mit meiner Frau und meine Frau wurde wütend. Sie trat mich und mein Mantel rollte die Treppe hinunter. Das war wohl der Lärm, sagte er. Der Nachbar wollte ganz genau wissen: Komm schon, Hodja, ein Mantel macht doch niemals solch einen Lärm. Hodja antwortete verärgert: Was hast du denn gedacht? Ich war natürlich auch im Mantel.